Wir sprechen heute darüber, wie man Antidepressiva natürlich reduzieren kann. Großes Thema. Was ist denn das Problem von Antidepressiva? Das größte Problem ist, dass du sie nicht mehr los wirst. Sehr wahrscheinlich, dass es abhängig macht. Macht abhängig. Ja. Aber das wird doch immer bestritten. Die Ärzte sagen doch oft, ja, das können sie nehmen, das macht nicht abhängig. Ja, da frage ich mich wirklich, warum man so etwas behauptet. Man wollte die Leute halt auch von den Schlafmitteln wegbringen und hat ihnen jetzt gesagt, ihr könnt Antidepressiva nehmen, die machen weniger abhängig. Aber ich sehe das nicht. Ich sehe, die Leute kommen nicht mehr weg davon. Ja. Es gibt ja diese sogenannte Darm-Hirn-Achse. Was hat der Darm mit dem Gehirn oder mit einer Depression zu tun? Ja, gell? Ich habe gelernt, dass im Darm ja auch Nervenzellen seien und dass die kommunizieren auch miteinander. Das kann man sagen, dass eine Depression schlussendlich auch mit oder durch den Darm verursacht wird? Also ich könnte es mir gut vorstellen. Ja, natürlich. Das ist eine ein bisschen gewagte Theorie, oder? Schon. Weil Depressionen kommen doch sonst, wenn du ein Problem hast, ist jemand gestorben oder größere Probleme zu Hause und das kann uns depressiv machen. Ja, aber das sind ja dann eher kurzzeitige Phänomene, oder? Wenn ich dann 2-3 Monate Probleme habe und es löst sich dann wieder, dann ist die Depression vorbei und ich habe reagiert auf ein äußeres Ereignis. Und dann muss ich jetzt auch nicht unbedingt den Darm anschauen. Ja. Aber bei langfristigen Depressionen, schon, ja. Da schaust du den Darm an. Ja, auf jeden Fall. Also ich frage schon danach, ja. Gut, jetzt meine Erfahrung ist, wenn die Leute mal ein Medikament bekommen haben, wird es oft nicht besser. Manchmal stabilisiert es sich, das stimmt. Aber ich höre genauso oft, dass Menschen sagen, ja, ich habe es jetzt 3 Monate genommen, es geht mir unverändert schlecht. Mhm. Und da bekommen sie ein zweites, vielleicht ein drittes. Haben wir hier jetzt Möglichkeiten, natürlich einzugreifen und etwas zu ersetzen und vielleicht, dass wir wieder die Antidepressiva reduzieren können? Also es gibt ja auch wirklich noch die pflanzlichen Substanzen, eben das Johanniskraut zum Beispiel ist auch noch ein altbekanntes Heilmittel. Und dann haben wir die sekundären Pflanzenstoffe, die gut auf das Hirn wirken und dort die Entzündung vermindern können. Aber die Wirkung ist ja völlig anders, oder? Eben, es sind antientzündliche Pflanzen und bei der Depression geht man doch davon aus, dass sie von einem Serotoninmangel herkommt. Mhm. Und trotzdem hat die antientzündliche Behandlung einen Effekt. Genau. Ja, was kann man das erklären? Ja, da würde ich dann eben wieder auf den Darm zurückgehen. Dort wäre es dann vielleicht sinnvoll zu schauen, warum entzündet sich mein Gehirn? Ja. Ich finde es dann schön, oder? Dann kannst du grundsätzlich anbieten, wir schauen den Darm an, wir machen eine Darmsanierung gleichzeitig, das beißt sich ja nicht, und fahren parallel dazu eventuell die Antidepressiva zurück. Mhm. Man sollte ja nicht absetzen oder schnell absetzen. Nein. Das zeigt ja auch schon, dass sie abhängig machen, dass ein Absetzen rasch nicht möglich ist. Ja. Wie gehst du da vor? Oh, ich mache das ganz, ganz, ganz langsam, wirklich. Ich manchmal halbiere ich nicht einmal, manchmal 3/4 ich. Also ganz langsam schauen, was ist es für ein Präparat und wie viel Milligramm nimmt jemand. Und dann gehe ich sehr langsam runter und ich mache da bis zu 1-2 Monate sogar Intervalle, je nachdem, wie lange jemand das schon nimmt. Mhm. Also wenn du jemand hast, 30 Jahre auf Antidepressiva, dann musst du ganz langsam reduzieren. Ja, sehe ich auch so. Gibt es noch andere Stoffe, vielleicht auch solche, die das Serotonin oder die Neurotransmitter erhöhen? Ja, da kannst du über die Vorläufer arbeiten von Serotonin, eben Tryptophan zum Beispiel. Denke ich, ist eine gute Idee. Und es gibt ja, also Tryptophan gibt es als Produkt, oder? Mhm. Und das kann man kaufen. Ja, also das ist wirklich, kann man einsetzen bei Depressionen. Ja. Ja. Und sonst noch? Also ich habe schon probiert mit CBD. Ich finde, das kann man bei jemandem, der keine Angst hat davor, kann man das
kann man das versuchen. Naturmedizin ist nicht immer so einfach, dass man eine genaue Leitlinie hat. Die Schulmedizin hat es einfacher, da ist alles reglementiert. Und bei uns müssen wir irgendwie selber einzeln mit dem Patienten den Weg finden. Ist aber schön, gell? Ja. Jeder kriegt das gleiche Antidepressivum, am besten noch in der gleichen Dosierung. Und wir machen uns dann schon Gedanken, was könnte jetzt individuell eingesetzt werden und suchen das dann gemeinsam auch aus mit den Patienten. Das finde ich schön. Ja. Ja.